Hallo ihr Lieben, ich bin's die Feli. Oh Mann, das wird jetzt ein ganz spontanes Video. Ich liege nämlich, wie du siehst, gerade am Strand. Hinter mir sieht man das Meer und hier so ein paar Palmen. Genau. Und ich bin gerade am Entspannen mit dem Fabi. Den darf ich gerade nicht zeigen. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach ein Video, ganz kurz, mit meinem Tipp für entspanntes Lernen. Denn es ist möglich, sich nicht reinzustressen, sich nicht zum Lernen zwingen zu müssen. Und es ist möglich, dass Lernen einfach wirklich entspannt sein kann, Spaß machen kann und nicht so anstrengend sein muss, wie es jetzt vielleicht noch für dich ist. Und mein ultimativer Tipp ist, vielleicht kannst du es dir schon denken, benutze Gedächtnistechniken. Ja, und gerade wenn du jetzt vielleicht noch am Anfang von deinem Studium stehst oder vor dem Physikum noch bist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, schau unsere Videos an auf YouTube, da habe ich schon ganz viel erklärt zur Loki-Methode, wie du Akronyme bastelst, Merksätze oder Merkbilder dir ausdenkst. Und ja, ich finde es so schade, dass ich das selber oder so richtig tief da erst in der Klinik reingetaucht bin. Und gerade wenn du jetzt noch am Anfang stehst, dann würde ich dir empfehlen, nutze es einfach aus, weil es ist so viel effektiver, das Lernen. Es macht so viel mehr Spaß und ja, geht so viel langfristiger. Fabi pennt neben mir schon weg. Ich hoffe, du pennst nicht weg. Und ja, es hat mir einfach so viel geholfen, die Gedächtnistechniken. Und es ist nicht nur für dein Studium hilfreich, sondern für dein ganzes Leben. Also in allen möglichen Bereichen. Wenn ich meine To-Do-Liste mache, dann muss ich die nicht mehr groß aufschreiben. Ich mache die einfach im Kopf. Oder eine Einkaufsliste. Oder wenn ich noch irgendwas erledigen will. Oder wenn ich mir während einer Vorlesung oder einem Vortrag irgendwelche Punkte merken will, die ich jemandem später dann erzählen möchte, dann mache ich mir da einfach schnell eine Route, also so ein Gedächtnispalast im Kopf. Das erfährst du auch in den anderen Videos, die ich gemacht habe, wie das funktioniert genau und wie du das anwenden kannst. Genau auch für dein Studium, fürs Lernen aufs Physikum. Und ja, wenn ich zum Beispiel jetzt auch einen Vortrag halte, ein Referat oder eine Rede, dann brauche ich keinen Zettel mehr, wo ich mir die Punkte alle aufgeschrieben habe und dann ärgere ich mich hinterher, dass ich dann doch den und den Punkt vergessen habe. Nee, da mache ich mir jetzt eine Route im Kopf und dann wirkt es auch viel kompetenter, wenn du nicht so einen Zettel in der Hand hast, sondern einfach dann im Kopf die Route durchgehst und das bemerkt ja überhaupt keiner. Das ist sozusagen der Spickzettel im Kopf und das funktioniert natürlich für jedes Fach oder so gut wie jedes Fach im Medizinstudium, für Anatomie optimal, Biochemie. Wenn du gerade Biochemie lernst, dann kannst du dir auch gerne unsere Lernpakete angucken. Da haben wir nämlich schon die wichtigsten Pakete für dich umgewandelt sozusagen oder aufbereitet in Form von Gedächtnispalästen. Und genau, also kannst du dir gerne holen, eins von den Lernpaketen. Die sind auch unten verlinkt in der Beschreibung. Und ja, auch für Physiologie, für irgendwelche Abläufe, für Terminologie natürlich perfekt, auch für Formeln in Physik, in Chemie. Also du wirst wirklich in deinem gesamten Studium und wie gesagt auch in deinem Alltag davon profitieren. Und deshalb lege ich es dir ans Herz, leg so früh wie möglich los. Denn am Anfang kann es sein, dass es natürlich ein bisschen braucht, bis man da reinkommt, bis man da so Routine bekommt beim Eselsbrücken und Merksprüche und Gedächtnispaläste und Routen erstellen. Aber wenn du es einmal erlernt hast, das ist eine Fähigkeit, davon kannst du wirklich dein ganzes Leben lang profitieren. Und also für mich und Fabi, wir hätten da echt, würden da jetzt tausende Euros wahrscheinlich dafür zahlen. Das ist einfach so wertvoll. Genau, und das ist mein Tipp für entspanntes Lernen. Und ja, ich wünsche dir einfach eine wunderschöne Zeit im Studium, trotz dieser Unmengen Lernstoff. Und dass du einfach trotzdem, dass es wirklich so viel ist und so viel von dir abverlangt wird, dass du einfach trotzdem entspannt und
entspannt lernen kannst und das Ganze genießen kannst und mehr Zeit hast auch für Dinge neben dem Studium und für die Dinge, die dir wirklich Spaß machen und dir wichtig sind im Leben. Wenn dir dieses Video und die Infos gefallen haben, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt und unseren Kanal abonnierst. Denn damit hilfst du uns auch riesig weiter, die Gedächtnistechnik noch weiter zu verbreiten, sodass noch mehr Menschen davon erfahren können, dass es wirklich einen Weg gibt für entspanntes und viel effektiveres und schnelleres Lernen. Und ja, damit hilfst du uns auch, dass wir noch mehr solcher Videos produzieren können. Und wir würden uns wirklich riesig freuen. Und was uns noch interessieren würde, hast du denn schon irgendwelche Techniken, die dir helfen, besser zu entspannen, also sei es beim Lernen oder allgemein im Studium? Oder wendest du vielleicht schon Gedächtnistechniken an? Und helfen sie dir denn auch dabei, entspannter zu lernen und schneller und effektiver? Das würde uns wirklich interessieren. Hinterlass uns einen Kommentar unter dem Video. Und ja, wir sind gespannt, von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir entspanntes Lernen, einen wunderschönen Tag und hoffentlich konnte ich dir ein bisschen was von meiner Entspannung und dem Urlaubsflair mitgeben. Mach's gut und bis bald. Tschüss!